Hi, ich bin der Günther. Ich bin aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Deltarune Chapter 2. Wir sind immer noch in der Stadt, sind mit Noelle unterwegs im Moment. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das noch gehen wird. Oh Gott, ein Haufen Mülltonnen. Warum glaube ich, in der Hälfte sind Gegner? Ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Okay, bisher habe ich 100 Euronen gefunden. Und ein Bagel. Aha. Hier unten ist ein Weg. Ich glaube, da geht's weiter. Ah, da waren Gegner. Das war zu erwarten. So, Ads blockiert. Au. Also, das ist soweit und das andere halt ist wieder so eine normale Maus. Steckt fest unterm. Yay, Aimbot unter der Facecam. Ich glaube, ich muss die für die nächste Folge mal ein bisschen kleiner machen. Ich bin einfach zu scheiße für Chapter 2. Jawohl. Und das war's. Jo. Ändert nichts dran, dass ich kacke bin und jetzt nochmal zurücklaufe, um mich zu heilen. War hier nicht gerade noch ein Safe? Uff. Warum ist es hier so leise? Oh, Noelle, was machst du mit Chris? Wir haben uns verbündet. Was? Geht nicht. Weil... Das wären dann zwei. Hä? Keine Sorge. Ich weiß, was du wirklich sagen willst. Was? Also... Du fühlst dich dazu gezwungen, oder? Deswegen bist du nicht bei der Queen. Du verstehst das, Birdly? Ja, natürlich. Chris zwingt dich, auf seiner Seite zu sein. Noel, es kann wehtun, aber ich helfe dir nur. Was? Hör mir doch zu. Was? Okay, Bosskampf. Heilen muss man wohl nicht. Och Gott. What the fuck. Ich werde krepieren. Warte. Ah, Sekunde. 16%. Jetzt glaubst du, bist du schon krass, oder? Gott! Wie zur Hölle soll man dem allen ausweichen? Och Gott. Ich lese gerade die Texte einfach mal nett vor die ganze Zeit. Die meisten sind eh nur Trash-Talk. Ich mag das gar nicht, was gerade abgeht. Ja, ich gehe das Risiko ein.
Hilfe, der eine Angriff hat gerade so übertrieben, dass das Game geleckt hat. Da wäre ich gehittet worden in gefühlt einer Sekunde. So, und jetzt werde ich 50 HP halt der Cookie. 40 Leben halt das. What the fuck, Digga, dieser Kampf überfordert mich. Wie genau soll man dem Scheiß dodgen? Ich bin komplett überfordert. Ich hab keine Ahnung, ob das was ändert. Ah, das bringt tatsächlich was. Ich bin nicht überfordert, ich sehe nur so aus. What the fuck, Digga, warum ist dieser Kampf so schwer? Ich hab 31. Scheiß hier. Das Problem ist, dass ich auch noch das Mikro in der Fresse hab. Da sehe ich so viel. Prozent. Dieser Kampf zerstört mich. Okay, ich kann jetzt das machen. Oh Gott, Digga, warum ist dieser Kampf so schwer? Okay, kein Hit. Komm, das reicht. Warum ist dieser Kampf so fucking schwer? Okay, das reicht schon. Ich muss nicht mal sparen. Verdammt. Birdly, alles okay? Chris, vielleicht sollten wir es nicht so schwer gemacht haben. Was? ich hab mich einfach nicht angestrengt. Warum siehst du dann erschöpft aus? Ich bin erschöpft davon, mich zurückzuhalten. Sekunde. So, keine Ahnung, ob die Belichtung jetzt irgendwie anders ist oder so ein Kack. Ich durfte jetzt nämlich eine Stunde warten, bevor ich weiter zocken konnte. Yay. Chris, geh voraus und trainier. Vielleicht wirst du irgendwann richtiger Rivale sein. Ich bin cool. Ah ja. Er hat mir ins Gesicht geschlagen.
Das ist schön für ihn. So. Das war ein Kampf, der schwerer war, als ich mir wünschen würde. Noel, wo bist du? Da ist wieder die tolle Tarnung. Noel, komm, ich habe einen selbstgemachten Batteriesäurekuchen gemacht. Oh, Chris, perfektes Timing. Ich glaube, der ist explodiert vom Soundeffekt her. War halt hinter der Kamera. Hast du vielleicht? Oh, Queen! Oh mein Gott, geh ins Auto! Der hat auch so einen Kuh. Oh mein Gott, was ist das? Ich bleib dabei, dieses Kapitel ist ein LSD-Trip. Queen, wo bist du? Ich hab dir einen tollen Gamer-Kuchen gemacht. Das war knapp. Chris, wo ist dein Freund? Meine Gesichterkennungssoftware erkennt sie nicht. Ah ne, wer? Und trotzdem, irgendwas an ihm. Ihr ist cool. Robotisch sogar. Chris, wir müssen Noel finden. Ab ins Auto hier. Was? Was? Was ist das? Noel würde es lieben, diese Autos zu überfahren. Ich glaube nicht. Stopp! Chris, hol dir die Banane! Potassium? Was? Ich habe irgendwen gesehen, der Deltarune Kapitel 2 mit genau einem Wort zusammengefasst hat. Und das war Potassium. Ich glaube, ich weiß jetzt warum. Oh nein, hier ist ein Stau. Ein Hund muss wieder auf die Straße gelaufen sein. Drück doch mal den Knopf. Da auf der anderen Seite. Übrigens, da wo ich versucht habe, das Secret zu holen, weiter vorne bei den zwei Straßen, wäre anscheinend scheint ein Undertale-Easter Egg gewesen, wenn man unten links hingekommen wäre. Was genau, weiß ich jetzt nicht, aber wäre wohl eins gewesen. Ich gehe auch. Nein, du musst bleiben. Zumindest bis du mein gesamtes Mixtape gehört hast. Okay. Chris, beeil dich bitte. Ah. Oh. Spamton. Hallo allesamt, ich bin's. Jedermanns Nummer 1 Verkäufer, Spamton G. Spamton. Wenn das nicht ein Licht, ich weiß immer noch nicht, wie ich das übersetzen soll, Leitner ist. Hey, sieht aus, als wärst du ganz alleine in der Nacht. All deine Freunde haben dich irgendwie verlassen. Also, Verkäufe, die gehen runter. Ich lebe in einer Mülltonne. Nun, ich habe einen tollen Deal für einsame Menschen wie dich. Wenn du Kontrolle über dein Leben verloren hast, dann musst du es nur bei den Fäden nehmen. Warum solltest du der kleine Schwamm sein, der sein 5-Dollar-Leben hast, wenn du auch ein Big Shot sein kannst? Big Shot. Ja, das ist deine Chance, einer zu werden. Und ich habe genau das Ding, das du brauchst. Das ist Hyperlink blockt. Du willst es, Hyperlink blockt. Willst du nicht? Nun, ich habe einen Deal für dich. Alles, was du machen musst, ist mir zu zeigen. Dein herzgeformtes Objekt.
Du bist ein Leitner, nicht? Du hast das Licht, warum zeigst du es nicht? Was? Deal. Hey, ich hab noch nie ein Herz wie das davor gesehen. Meine Augen brennen. Wie? Film auf meinen Preis. Ich hab einen Deal für dich, Kid. Sehr gut. Deals wie das kommen nur einmal in deinem sehr kleinen und immer weiter schrumpfenden Leben. Triff lokale Singles direkt von Mai. What the fuck passiert hier? Glaube es oder? Ich war auch früher ein Big Shot, der krasseste, aber jetzt. Ich brauche etwas. Spenden. Geld? Hast du mehr? Falsche Entscheidung. Dieser Kampf ist sehr interessant. Ich brauche etwas mehr. Ja, ich meine kein Geld. Ich bin Verkäufer, ich war nie fürs Geld da. Gewinn krasse Preise. Ich hab langsam keine Items mehr. F1 hat nichts gemacht, ich hab's probiert. Diese Musik auch, ne? Deal End Heal 60, was? Probier's mal. Die Freiheit, deine eigenen Deals zu machen, deine eigenen Shots zu machen und manchmal morgens ein bisschen Hyperlink blockt. Klingt gut, oder? Du willst nur wieder ein alter Kollege spammen werden? Nimm den Deal an. Deal oder No Deal, das ist die Show. Wenn People den Deal nicht nehmen, dann werden sie zerballern. Das klang nicht, wie es sollte. Das will ich, du hast Mut, Junge. Das. Bauchschmerzen. Bitte mach wieder die Attacke, wo du so einsaugst. Das ist die angenehmste in meinen Augen. Aber die hier geht auch. Dieser Kampf ist sehr interesting. Ich werde dir Versicherung geben, nur für 1000 Chroma. Ein toller Preis, ein absolut schrecklicher Preis. Preise so niedrig, jeder, den ich kenne, ist tot. Nope. Was du willst, ne? Hast nicht genug? Du killst mich. Ich geb dir einen anderen Deal. Ja, der ist nicht so schlimm, der Kampf, sag ich mal. Da sind die Attacken nicht so arg. Keine Sorge, ich bin ein ehrlicher Mann. Ich brauche nur deine Account-Daten und die Nummer auf der Rückseite. Dann kannst du 1000 Free Chroma nutzen. Was? Du brauchst es nicht? Das ist ein richtiger Big Shot Move, Kid. Du bist wie ich. Wir wissen, was wir wollen, nicht? Wilde Preise, Hot Single, 100 Kunden und vor allem Hyperlink blockt. Willst du den letzten Deal annehmen? Ich werde dich nicht zwingen. Ich riskier's. Dann Deal. Krass. Ja gut, minus 22 Dollar. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde bei meinem Haus warten, so ungefähr. In der Müllareal, die für Reparaturen geschlossen ist. Komm alleine.
und vergiss nicht. Zu liken und zu abonnieren für mehr Hyperlink-Blog. Das war ein interessanter und unerwarteter Kampf. Und joa. Ich wusste, dass es den Charakter gibt. So ist's nicht, aber... Komm rein! Und weiter. Chris, wir müssen fahren, um Noel zu finden. Hi, Beams an. Wenn sie das Queen-Signal sieht, dann wird sie angerannt. Bis jetzt Batman. Warum musst du Noel so dringend finden? Was sagst du, diese Stadt ist gefährlich? Ich stell dir nur vor, sie klippt irgendwo in eine Wand. Und verschwindet dann wegen zu wenig Potassium. Du machst dir wirklich Sorgen um sie? Ich würde, wenn ich sie nicht finden würde. Aber warum sie? Warte, lass mich raten. Ist es, weil... sie so schwach ist, dass du sie zu deinem Lakai machen kannst? Nein! Genau das Gegenteil. Sie ist stark. Hä? Was meinst du? Chris, halt das Auto an. Was ist los damit? Relatable. Huh. Ich hatte mich schon gesorgt, weil es bisher noch nicht explodiert ist. Was ist das für ein Auto? Und ich höre die ganze Zeit bei jedem Satz meinen Bruder vor der Tür lachen. Was ist das? Junge. Sieht aus, als müssten wir zu Fuß weitergehen. Chris, wenn du Nell siehst... benutzt das, wenn sie... ja, genau. Tschö. Ich kann gut übersetzen heute, ich merk's schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind fast hier raus. Lass uns gehen, Chris. Jetzt sind da wieder Autos. Er spammt den... Das war knapp, oder? Das, diese seltsame Welt, diese große Stadt, ist so wild. Es gibt mir Kopfschmerzen. Apropos Puzzlezeit. Vielleicht, wenn ich da runtergehe? D.E. Ich trau dem Ding nicht. Wenn ich sagte, dass diese Stadt mir Kopfschmerzen bereitet, das meinte ich nicht in einem schlechten Weg, weißt du? Genau deswegen habe ich es so falsch übersetzt. Ich wollte an einen neuen Ort, verstehst du? Und Des hat mir mal gesagt, sie würde mich mitnehmen. An einen Ort wie den hier. Irgendwo, wo es leuchtende Lichter gibt. Vermisst du es nicht zu erkunden, Chris? Damals, als wir vier noch Kinder waren, erinnerst du dich, als wir den Wald hinterm Friedhof erkundet haben? Ja, ich weiß noch, wir haben damals nie irgendwas Interessantes gefunden. Ich erinnere mich eigentlich noch, dass ich geweint habe, weil ich ängstlich war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwer ist es nostalgisch. Als sie meine Tränen mit Asriels Jacke weggewischt hat und... ich glaube, ich hatte keine Sorge davor, Angst zu haben, wenn das hieß, dass irgendjemand mich beruhigen würde. Chris ist der Einzige, der weiß, wie seltsam ich bin. Ist nicht fair, weißt du? Jeder weiß, wie weird du bist. Was war das für ein Wort, das da rausgekommen ist? Ich hab nicht drauf geachtet und will's gerade wissen. Hui. Ein Jahrmarkt. Oh, warte. Ein Jahrmarkt? Ein Jahrmarkt? Oh. Oh nein, sie kommt wieder hier. Ich versteck mich da hinten.
Ich dachte mir gerade, weil auf dem Jahrmarkt haben wir letztes Mal Susi und Ralsei gesehen. Hey, guck dir das an! Nice. Cool, nicht? Wo ist mein Preis? Oh, hier. Nice. Warte, ich will das eigentlich gar nicht. Ich hab's gesagt. Und wie war das? Susi, du sollst nicht da Leute damit angreifen. Ach ja, guck mal. Chris, da bist du. Chris, gib dir meinen neuen Angriff. Oh. Sie kann jetzt heilen. Bisschen. Hä, wie ist das? Ich bin jetzt Heilungsmaster. Ja, sie ist wirklich... Meister Chris? Gott, dass ich dir Sarkasmus beigebracht habe, war ein Fehler. was hast du da, Chris? Ist das ein Geschenk für jemanden? Ihr wisst, was ich nehme. Chris, hast du... Chris? Wir haben... eine Sekunde unsere Zusammenarbeit beendet und du bist schon wieder bei Susi? Ich hätte es erwarten sollen. Du hättest nicht mit meinen Skills mithalten können. Hä? Ein Plüschtier von mir selber? Mit... Was? Habe ich schon mal erwähnt, dass das hier ein LSD-Trip ist. Okay. Tschö. Ich weiß nicht, warum ich die Möglichkeit hatte. Wir verpissen uns. Warte. Noel? Moin. Was zum Fick hast du da drin gemacht? Das ist Cheaten. Ich... Naja, zumindest geht's dir gut anscheinend. Ich hab mir ein bisschen Sorgen gemacht. Warte. Bist du nicht auf ihrer Seite? Hä? Warte. Ich... Chris, hilf mir. Chris, was laberst du? Wir haben uns zusammengetan. Hä? Ich hab Angst, dass Queen mich finden wird. Ich dachte, ihr Leute könntet mir vielleicht helfen. Dich beschützen? Sorry, wenn ich im Weg bin, kann ich... Hey, guck mal. Du kannst mitlaufen oder sowas, aber... Lauf uns nicht im Weg oder so, okay? Okay. Oh, Viererteam. Chris, ich sagte, ich sollte hinter Susi laufen. Lüge. Ich glaube, ich komme auch mit, aber nur für diesen Raum. Warum? Wo kommst du schon wieder her? Was ist mit diesem Charakter? Definitiv der bescheuertste Charakter in dem Game. Und ich habe irgendwie Angst, dass hier ein Savepoint ist, den ich jetzt mal bräuchte, den ich aber nicht sehe. Ah. Und da ist er weg. Na dann werden wir nächstes Mal wohl weitergehen und vielleicht mal die Stadt verlassen. Nachdem wir jetzt soweit sind und ein Viererteam haben. Also, wenn euch diese Folge LSD auf meinem Computerbildschirm gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und tschö mit Ö. Und ich werde irgendwas mit der Facecam machen. Ich weiß noch nicht, was genau.